So, bin ich jetzt im Fernsehen? So, es ist ein bisschen später geworden. Ich habe lang geschlafen, muss ich dazu sagen. So, Leute, wir legen jetzt los mit unserem Training. Ich habe ja gesagt, wir machen ein schönes Bodyweight. Was machen wir? Ein schönes Bodyweight Workout together. Mein lieber Kumpel Emmy wird jetzt gleich die Kamera halten und dann werden wir gleich mal schön zusammen trainieren. Ich gebe es jetzt einfach mal in die Hand. So. Gut, fangen wir an, würde ich sagen. Warm-up. Okay, also, Leute, einfach auf der Stelle halber Hampelmann nennt sich das. Genau das Richtige für mich. Arme ausstrecken. Einfach locker, locker hüpfen. Die Arme ausgestreckt, Hände zeigen nach oben. Ah, yeah. Ein paar Sekunden noch. Einfach hüpfen auf der Stelle. Aber jetzt schon Bauch ist angespannt. Und jetzt mal versuchen, fest in den Boden reinzutreten. Fest in den Boden reintreten. Fester. Komm, fester. Fester. Fester in den Boden und schneller werden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay. Anfersen kennt ihr wahrscheinlich alle. Stellt euch hin, auch hier schon der Bauch fest. Ah, yeah. Anfersen. Paar Sekunden noch. Komm Leute, paar Sekunden noch. Wunderbar. Wie ist das von der Musik? Passt das? Schau mal bitte in die Kommentarleiste. Seht ihr da irgendwas? Oder siehst Vanessa du? Schürer schreibt, ich. Du bist echt heiß, Daniel. Oh, Vanessa, hör mal auf. Wir kommen jetzt zum Armkreisen. Einfach auch hier stabil im Bauch. Und einfach den Arm nach vorne. Alter, ich brauche Musik. Das ist nicht so lang. Ah, yeah! Samba, Bamboulé! Zurück. Armwechsel. Hier fester. Hier jetzt schon fester. Bauch ist angespannt. Po auf. Andere Seite. Ah, yeah. Come on. Mobilitätsübung. Stell dich gerade hin. Ellenbogen. Diagonal zum Knie. Hier festhalten, nicht hier rum wackeln. Wenn ihr hier festhaltet, kann nichts passieren, okay? Bam. Bam. Fünf, vier, drei, zwei, eins, okay. Wir kommen zu den Skippings. Schneller werden. Okay, aufschütteln, boxen, einfach locker die Arme raus. Daniel, lauter. Schrei einfach ein bisschen. Okay, also ich soll es mal lauter machen, top. Also einfach hier die Arme raus. Locker Schattenboxen, achtet drauf, dass der Ellenbogen nicht durchgestreckt ist, sondern einfach locker nach vorne. Die Faust, eine Faust ist immer am Kinn. Und zurück. Bisschen schneller werden. Bisschen schneller werden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bam!
So Leute, ich würde sagen, jetzt sind wir warm. Wir sind heiß. 4 Übungen, 3 Durchgänge, 20 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Alright. Wir fangen an mit Climbers Diagonal. Ich zeige es euch mal. Machen wir kurz die Musik aus. Also, wir fangen an Climbers Diagonal. Zieh von der Seite so aus. Bauch angespannt, Po ist fest, Liegestützposition. Und jetzt geht das Knie diagonal zum Ellenbogen. Achtet drauf, hier seid ihr fest. Nicht zu viel rumwackeln. Immer der Bauch angespannt. Das sieht von vorne so aus. Okay, das Ganze 20 Sekunden, gerne auch mit ein bisschen Tempo. Möchte ich auch gerne noch dazu sagen, jeder macht es in seinem Tempo. Okay, dann gehen wir in die Abfahrtshocke. Machen was für ein Poppes. Runter in den Squat, in die Kniebeuge. Knie sind auf jeden Fall hinter der Fußspitze. Und jetzt einfach den Po hinten rausschieben und in der Hocke bleiben. 20 Sekunden, so dass es echt brennt. Und wieder hoch. Die dritte Übung, Push-Ups, kennt jeder von euch. Po ist auch wieder hier fest. Hände, Schultern, eine Linie und runter. Bis zum Boden, okay? Oder fast zum Boden. Ihr könnt es erschweren. Ein Bein hoch. Könnt aber auch die leichte Variante machen, vielleicht für die Damen. Ihr geht vom Boden hoch, schiebt euch über den Oberkörper, Oberschenkel auf die Knie und von hier aus in die Push-Ups. 20 Sekunden Belastung, 20 Pause. Die letzte Übung ist Fledermäuschen. Machen wir da auf den Bauch. Wir bleiben sozusagen in der Liegestützposition. Bauch ist fest und jetzt gehen wir hier wieder diagonal zu den Knien. Hier auch wieder Hüfte fest sein. Okay? Hüfte ist fest. Bam! 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 Okay? Das sind die 4 Übungen. Zum Schluss machen wir noch eine Intervalleinheit. Jetzt legen wir los. Are you ready? Ja! Gut! Musik, hauen wir rein, oder? Würde ich sagen. Timer habe ich hier. Und dann legen wir los. Top. Legen wir los. 20 Sekunden Belastung, 20 Pause. Alles klar. Wir fangen an. Climbers, diagonal. Musik läuft. Seid ihr soweit? Top. Die Uhr läuft jetzt dreimal, 20 Sekunden Pause, 20 Sekunden Belastung. Okay. Los geht's. Auf geht's. Uhr läuft, 20 Sekunden. Come on. Jeder sein Tempo. Wichtig ist, dass ihr stabil seid. Bam. 5. 3. Erster Durchgang vorbei. Erholt euch. 10 Sekunden Pause. Dann geht's wieder weiter. Macht euch bereit. 5. 2. 1. Bam! Come on! Komm! Diagonal, Bauch ist fest. 10. 5. Ah, yeah. Okay. Schon der zweite Durchgang. Ein noch. Hallo. Machen wir doch, oder? 10 Sekunden, dann geht's weiter. Letzter Durchgang. 5. Fertig machen. Alright, come on.
Jeder sein Tempo. 5. Okay. Sehr gut. Wir kommen in die Abfahrtshocke. Zehn Sekunden Pause, dann in die Abfahrtshocke. Bescheiß dich nicht selber, okay? Okay. 3. Runter, los! Und wir pennen in der Abfahrtshocke. Schön den Arsch raus. 10. Come on, come on! 5 Sekunden noch. Bam! Sehr gut. Erster Durchgang. Woo! Zehn Sekunden, machen wir weiter. Drei, zwei, eins, runter! Wippen, wippen, wippen! 10 Sekunden noch. 5. Komm, 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 komm! Bam, geschafft! Ein noch. Wer braucht denn da Disco? 10 Sekunden noch. Letzter Durchgang. Okay, fertig machen. Let's go! Okay. Komm! 10 Sekunden noch, komm! 10 Sekunden. Ah, der Pop ist brennt! 5. Komm, gleich geschafft! 2. Done! Okay, super! 20 Sekunden Pause. Wir gehen runter in die Push-Ups. Hände, Schultern eine Linie. Fünf. Komm Leute, komm, 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 komm. Gleich geschafft. Okay. Sehr gut. Nimm dir die Pause. 15 Sekunden. Ich bin schon am Öl, ey. Wie so ein Salamander. 5 Sekunden. Dann geht's weiter. Okay. Fertig machen. Los geht's. Zehn noch. Komm, 5. Super. Perfekt. Letzter Satz Push-Ups. Leute, wir sind gleich schon wieder durch. Ist top. Big time. 10 Sekunden. Fertig machen. Letzter Satz Push-Ups. Okay, ready? Let's go. Okay. Sehr gut. Wir kommen schon zur letzten Übung, dann machen wir ein bisschen Pause, okay? Fledermaus. Top-Übung für den Bauch. Seitlichen Bauchmuskeln primär. 5 Sekunden geht's los. Komm, noch 3-mal. Fledermaus, komm. Komm, 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 komm. Hüfte fest, Bauch fest. Komm, 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 komm. 5. 4. Okay. Isepa Bemule. 2 noch. Yeah.
Nur noch ein Satz. 10 Sekunden, nimm dir die Pause. Dann kommt der letzte. Los geht's! Komm, mach dich krass, Mann! Letzter! Super. Sehr gut. Minute Pause. Erhol dich. Trinkst du schön Wässerchen. Uhr machen wir kurz aus. Ihr seht, es sind relativ kleine Übungen, aber jeder Übung trainiert den ganzen Körper. Wir trainieren jetzt, glaube ich, gerade mal eine Viertelstunde, wenn überhaupt. Ich öle schon. Also, wenn ihr immer Spannung im Körper habt bei jeder Übung, dann macht ihr es richtig. So, um jetzt nochmal so richtig die Fettverbrennung in Gang zu setzen, wenn wir jetzt nochmal ein kleines Intervalltraining machen, nur noch mal ein bisschen angezogener. Das heißt, wir machen jetzt 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Okay? Das Ganze machen wir 7 Mal, denn im Cardio-Training ist es so, wenn ihr auf dem Laufband steht oder laufen geht, dann habt ihr in der Regel einen gleichbleibenden Puls. Ihr verbrennt aber auch nur in diesem Zeitfenster. Beim Intervalltraining ist es so, dass du den Puls immer so hoch und runter jagst, dass du selbst Stunden nach dem Training noch eine Fettverbrennung machst. Das heißt, das, was wir jetzt nochmal on top machen, ist eine Top-Fettverbrennung. Alright, also, top die Wette gilt. So. Was sagt denn die Crowd? Haben sie noch Bock? Sind sie am Start? Marcel Zenner, mach mal deinen Nacken frei, Daniel Aminati. Ich mach gleich was anderes frei. Zieh gleich mal die Hose aus, würde ich sagen, den Quatsch. Pass auf! Mach mal deine Nacken frei, Daniel Aminati! Liebe Grüße an Ali. So, pass auf. Pause, gleich vorbei. Ich stelle jetzt den Timer an. Dann zeige ich euch die Übung. Pass auf. 20. Tippity top! Wunderbar! Gut, Leute, pass auf! Safe is new. Okay. Die Übungen, die haben immer so komische Namen. Kann ich meistens nicht merken, deswegen habe ich es verstehen. Die letzte Übung heißt Jumps to Overhead Plank with Ab. Okay, pass auf. Ganz einfach. Ich mache jetzt mal die Matte weg. Warum jetzt nicht? Pass auf. Wir gehen hier auch wieder in die Liegestützposition. Okay. Und jetzt gehen wir von hier hin nach da außen. Ich zeige es euch von hinten. Zack, 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 zack. Okay? Beine sind ausgestreckt und ihr geht immer schön nach außen. Wie so ein Dreieck. 20 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. So geil ist das. Okay. Pass auf. Are you ready? Die letzten 7 Mal und dann haben wir es geschafft für heute, okay? Okay. Los geht's, komm! Jeder sein Tempo. Okay? 5! Los geht's!
Kommt, Leute, kommt! Vielleicht geschafft! Und noch fünf! Okay! Nummer zwei! Fertig machen! Nummer drei! Okay, sehr gut. Nummer 4 kommt jetzt schon. Fertig machen. Los. Nummer 5! Fertig machen! Los! Fünf noch! Okay! Oh. Sehr gut. Nur noch zwei Leute. Komm, zwei Stück nur noch. Jeder sein Tempo. Last Set, Best Set, letzter. Last Set! Das ist Fettverbrennung, Alter. Halt die Fresse! Alter, macht's krass. So. Erholt euch, ihr Lieben. Das werde ich jetzt auch tun. Trinkt ausreichend. So, und jetzt kommt das richtige Training. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, Leute. Ich würde vorschlagen, weil es jetzt auch das erste Mal war, bin auf euer Feedback gespannt. Werde jetzt gleich mal duschen gehen und dann würde ich sagen, was sagt die Uhr? 10.31 Uhr. Treffen wir uns um 11 Uhr. Wenn ihr Fragen habt, dann würde ich diese ganz gerne beantworten. Kein Thema. Und wenn ihr Bock habt, ein bisschen mehr zu machen und das vielleicht auch täglich oder jeden zweiten Tag, machdichkrass.de. Schönes Bodyweight-Programm. Für Anfänger wunderbar geeignet und für Leute, die einfach ein bisschen unkompliziert zu Hause trainieren wollen oder auch von unterwegs. Macht's gut. Vielleicht bis gleich. Ciao.